Dieses grimmige Grollen davor uns verheißt mit Sicherheit nichts Gutes. Finden wir heraus, was diese Geräusche macht. Das schaut nach einer Kampfarena aus. Wir gehen wieder. Nein, okay, gut, leider. Wir müssen weiter. ich will nicht. Aha. Ich krieg so viel Zeug, Heilung und so, ne? Niemand da. Okay, das sind jetzt einmal nur normale Gegner. Ich spiele mich nicht mit euch, sorry. Ach, hallo. Was? Die habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Stirb doch! Wenigstens. Der Garador ist schnell besiegt gewesen. Okay, gut, 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 gut. Sehr schön, da haben wir mal einen roten Beryl. Okidoki. Naja, mit den Sprengpfeilen geht das ganz gut. Gott sei Dank. Nichtsdestotrotz habe ich mein Heilspray halt jetzt wieder aufgebraucht. Kann ich darauf? Nein. Nur da rein. Okay, okay. Jetzt hätte ich ganz gerne mal wieder rotes Kraut eigentlich. Okay.
Okay, gut, da haben wir alles. Sind auch nur noch drei Schätze hier in der Burg. Wo denn? Okay, fahren wir Aufzug. Ach nee, okay. Des einen Knarre, des anderen Leitfremde. Nett. Okay. Dann schauen wir mal, was wir uns jetzt noch besorgen können, upgraden können oder dergleichen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Okay, nein, das bringt halt nicht. Es gibt was. Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Ja, nein, bringt halt nichts. Bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Doch, drei Saphire können wir in die Schmetterlingslampe reinhauen. Kann ich sonst noch etwas für... Hey, sicher, dass du das nicht bereust. Deck dich lieber ein, solange du kannst. Mhm. Jetzt sagt er mir, dass es ein Point of No Return ist, ne? Willkommen! Ein hervorragender Deal! Okay, was brauche ich? Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremde? Könnte dir das Leben retten? Nenn mich ruhig pingelig, aber für diese Arbeit hier, wie du es haben wolltest. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Gott. Ich kaufe fast alles. Ich weiß halt nicht. Während ich... Können wir noch was herstellen? Gewehrmunition oder MP-Munition? Hoffe, du bist. Machen wir halt mal MP-Munition. Das war's eh schon wieder. Lass mich bald mal wieder, Fremde. Oh Gott. Ja, ich kann mir halt die Red 9 Angriffskrafterhöhung nicht leisten. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Fremde. Langsam verstehen so, wir gut. Deinen Stirb mir da draußen nicht weg, haha. Okay, stellen wir die Kreatur in der Robe. Juhu. Der Schmelzofen. Ist das nicht dort, wo auch die beiden Gigantes waren? Mit Louis und Leon vor dem Minecart-Level? Müsste doch, oder?
Ja. Es ist nah. Das ist genau da. Nur eine Etage höher. Ich muss das Ding loswerden. Hallo. Jetzt reicht's. Komm mit. Hier sollte es gehen. Schöne Zeit, aber du klammerst mir zu sehr. Und es ist tatsächlich unser fehlender Boss aus dem Hauptspiel U3. Die gute Pesanta. Ja. Oh, crap. Holy shit. Holy shit. Oh Mann, ist die schnell! So schnell kann ich halt nicht drücken. Jesus. Da, lad nach deine Armbrust. So, wir ballern dir jetzt einfach mal alles rein, was wir haben. So, wir haben auch noch schwere Granaten 2. Die Haarspange der Haushälterin. War ja klar. Ah!
War ja klar. Oh, also das hatte ich nun doch nicht erwartet. Nein, ich auch nicht. Aha, ich glaube, ich muss dein... Uah, ich glaube... Wo bist du? Crap. Ja, ich habe halt nur noch jetzt die Heilung mit dem Gelben und das will ich ehrlich gesagt nicht verwenden. Mist. Ja, okay, gut. Dann noch einmal den zweiten Teil des Kampfes. Also, das hatte ich nun doch nicht erwartet. Mieses Drecksvieh. Natürlich! Okay, es läuft gut. Soweit. So, gut. Aber das ist halt zu wenig an Munition. Weg, weg.
So schnell kannst du halt nicht ausweichen. Was kann ich mir mit dem machen? Ja, es geht nicht so schnell. Bist du ein Drecksvieh? Ah, toll, wieder Novistadores. Sehr schön. Ja! Holy shit, der Kampf war jetzt heftiger, als ich erwartet hätte. Den habe ich jetzt doch 3-4 Mal probieren müssen. So ein Drecksvieh. Aber nur die zweite Phase jetzt hier. Sheesh. Naja, aber cool, dass sie U3 jetzt doch noch hereingebracht haben in das Spiel. Es war ja der eine große Bossgegner, der im Hauptspiel gefehlt hat. Und alle haben eigentlich damit gerechnet, dass er hier in Separate Ways auftauchen wird. Dazu gibt es eher eine kurze Geschichte, also eine kurze Geschichte zu erzählen, wie das im Hauptspiel damals eigentlich war. Im Original hatte Salazar auch zwei berobte Handlanger. Einer davon war ganz normal Verdugo, wie man ihn auch hier im Hauptspiel hatte. Und der andere war aber auch eine Verdugo-Kreatur. Die blieb allerdings im Hauptspiel vom Original Resident Evil 4 die ganze Zeit an Salazars Seite und ist dann mit ihm gemeinsam verschmolzen zum Endgegner von der Burg. Das hat man hier ja jetzt nicht gehabt, da war Salazar ja alleine. U3 war im Originalspiel eine eigenständige Kreatur, die erschaffen wurde. Und jetzt wurde halt die eine Kreatur in der Robe von Salazar mit U3 hier kombiniert und nicht mehr als Teil des Bossgegners von Salazar implementiert. Finde ich eigentlich ganz gut, dass sie das so neu gelöst haben. Und dem ganzen Vieh halt jetzt eine Hintergrundgeschichte gegeben haben, dass es die ehemalige Haushälterin der Salazars war, an der Isidro Talavera, so hieß er doch, herumexperimentiert hat und sie zu Pesanta gemacht hat. Pesanta übrigens ein Geschöpf aus der katalanischen Folklore, ein großer schwarzer Hund, ein Jagdhund, Wolfshund, der sich in der Nacht auf die Brust von Schlafenden setzen soll und so Albträume und Schlafparalyse herbeiführen soll. Also sowas ähnliches wie der Alp aus der deutschsprachigen Folklore. Interessanter Zusammenhang. Und dass das Vieh Albträume bringt, sah man ja auch an der armen Ada, nachdem sie infiziert wurde. So, gut. Genug der Erklärung, wir haben hier alles. Raus mit uns. Das war ein heftiger Bosskampf. Bernstein.
Er und Leon kämpfen gerade. Bin unterwegs. Sorry. Sieht nicht gut für mich aus. Ich schick dir meine Aufzeichnungen. Vielleicht nützen sie dir. Der Bernstein, Luis. Wo ist er? Du hast mir geholfen, einen Teil wieder gut zu machen. Red keinen Unsinn. Danke, Ada. Du weißt ja, ich bin der gute Samariter. Hilf Leon, wenn ich weg bin, okay? Warte. Klingt, als würde er mich brauchen. Leon! Okay, das ist also gerade das Krauser-Battle von Leon, wo der arme Luis dann ja drauf geht. Wir haben eine Akte erhalten. Schauen wir sie nochmal schnell an. Gott, habe ich jetzt alles Mögliche verbraucht hier. Kopie eines Bestrahlungsberichts. Das Ergebnis der körperlichen Untersuchung von wem auch immer hat hervorgebracht, dass sich in seinem Körper ein Plager einnisten konnte, vermutlich im Zuge eines seiner Experimente. Unter der Aufsicht des leitenden Forschers Luis Serra wurde der Versuch unternommen, den Parasiten mit Hilfe einer Art experimentellen Strahlentherapie zu entfernen. 16 Minuten nach Beginn der Prozedur zeigte Zeichen eines schweren Schocks und wir mussten den Vorgang abbrechen. Kurz darauf wurde er für tot erklärt. Das Gerät verwendet eine externe Strahlenquelle, um den Parasiten von außerhalb des Körpers zu verbrennen, ähnlich einem linearen Beschleuniger, wie er bei der Behandlung von Krebs zum Einsatz kommt. Dabei treten kaum aushaltbare Schmerzen auf. Im schlimmsten Fall hat die Prozedur den Tod des Behandelten zur Folge. Die postmortale Untersuchung hat ergeben, dass der Parasit erfolgreich zerstört wurde. Dennoch kommen wir angesichts dieser Ergebnisse zu dem Schluss, dass das Gerät weiterer Verbesserungen bedarf und die Nutzung nicht über den Testbetrieb hinausgehen sollte. Anbei die Betriebsanleitung des Geräts. Und da sieht man mal wieder, dass Leon es furchtbar einfach gehabt hat, nachdem er ohnmächtig war bei der Behandlung durch Ashley. Okay, schauen wir noch kurz weiter. Ach, wir sind hier. Beim großen Nest, ne? Dumme Drecksviecher. Ihr könnt mich alle mal. Euch. An euch kann ich jetzt meine Wut auslassen. Okay. Aber wenn wir irgendwie zu dem Krauser Battlefield kommen wollen, müssen wir noch etwas weiter rauf, ne? Vor allem, wo sind die restlichen drei Schätze hier?
bin jetzt nur so vorsichtig, weil ich hinter jeder Ecke noch mit Novistadores rechne. Ah ja. Da sind wir. Ah, okay. Das Battlefield da von Leon und Krauser ist direkt über der Brutstätte. Krauser. Luis, unser Abschied muss warten. Lauf nur, ich krieg dich. Leon, ich habe nicht viel Zeit, also hör gut zu. Sie haben deine Freundin auf den Uhrturm gebracht. Beeil dich, dann schaffst du es vielleicht, bevor es zu spät ist. Ach, du bist also doch nicht herzlos. Ich schätze, ich sollte mich bedanken. Ja, stimmt. Gut, jetzt zu Krauser. Okay. Krauser machen wir dann im nächsten Part. Danke fürs Zusehen bei diesem actiongeladenen Part von Resident Evil 4. Wir sehen uns wieder, wenn es hier im Uhrturm weitergeht. Keep gaming.